Yassas Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe heute den Thomas hier dabei. Der bin ich. Denn, genau, das ist er. Cool, geil, haben wir das auch geklärt. Dann hat das jetzt jeder verstanden und jeder weiß, wer du bist. Danke. Als ob das hier niemand auf dem Kanal weiß, wer du bist. Folgendes, ich habe mir überlegt, wir machen heute mal was anderes. Und zwar darf der Thomas heute aussuchen, mit welchen Zutaten ich heute kochen muss. Also er wird random irgendwelche Zutaten reinschmeißen. Random. Mehr oder weniger random. So wie er halt Bock hat. Irgendwelche Zutaten aussuchen. Nutella, Sonnenblumenöl. Genau so ungefähr. Die einzige Regel ist, dass es keine schon so verarbeiteten Produkte sind, sondern eher so pure. So rohes Zeug, Karotten. Ja, genau. Ich muss auf jeden Fall am Ende alle Zutaten verwenden und versuchen, daraus ein Gericht zu kochen. Alle? Alle. Und zwar werde ich mir die Lebensmittel an einem Online-Portal von einem Supermarkt aussuchen und die Sophie geht dann zu dem Supermarkt und kauft es dann selber, weil sonst dauert es ja ein bisschen. Gut, dann gehen wir direkt auf den Spirituosen. Machen Sie ein bisschen fancy. Gibt es ja auch so kleinere Flaschen, alle 4 Euro, schon teuer, ne? Ja, gibt's. Wo? Gibt's wirklich, gibt's so kleine Weißwein. Das benutze ich öfter mal. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, komm, 3 Euro geht doch auch schon voll klar, oder? Ja, aber wir trinken den Rotwein ja nicht. Egal, du darfst aussuchen. Ich halte meine Klappe. Eben, dann kippst du einfach die ganze Flasche rein. Musst du ja. Oh, ich hab Bock auf Champignons. Da habe ich jetzt Bock drauf. Eieiei. Zwiebeln kann man mir reinmachen, ne? Aber du magst diese anderen Zwiebeln. Wobei, diesmal mag ich die nämlich lieber, diesmal musst du die reinmachen. Die roten Zwiebeln hätte ich einfach sogar aus dem Schrank nehmen können, also muss ich Zwiebeln kaufen. Ja. Ich kann jetzt eigentlich einmal aufschreiben, was ich so privat möchte und du musst dann einkaufen. Ja, ich muss ja auch was daraus kochen. Brauche ich ein neues Deo. Was ist diese komische Note? Hä, weil auch Zwiebel kann man mit reinmachen. Ich mache noch irgendwas Verrücktes, warte. Eine Zucchini kann man auch mit reinmachen. Total oder? Verrückt. Crazy. Warte, auch wegen irgendwas, so irgendwas. Boah, irgendwas komplett random. Kannst du jetzt eigentlich auch eine Packung Zucker oder eine Packung Mehl oder sowas reinhauen? Das ist ja lame. Ja gut, Mehl will ich sehen, wie du da reinbringst. Fuck. Wow. Blaubeeren. Ich mag Blaubeeren. I like trains. Ich hack einfach alle Sachen zusammenwerfen, die ich mag. Passt bestimmt. Also du musst es am Ende auch essen, ne? Dann bitte hast du nicht rein. Gesagt. Boah, für Salz auch. Soll ich einen Obstsalat machen? Mit Wein. Stimmt, der Wein, Alter. Da muss doch irgendwas Randomes sein. Sowas wie eine Schwarz... Haben die Schwarzwurzeln? War der irgendwie, hey, was ist das mit dem P? Pa, po, pa. Diese komische Wurzel, die ich noch nie gegessen habe, die mit P anfängt. Tja. Tja, Thomas. Mann! Keine Ahnung, wovon du redest. Also hier, helfen tue ich dir dabei nicht irgendwie. Boah, wie heißt denn das? Irgendwas mit P. Okay, warte. Reis. Oder Risotto. Komm, Risotto passt voll gut rein. Kannst jetzt gar nichts sagen. Ich gehe jetzt das ganze Gemüsesortiment durch, bis ich dieses Ding finde. Und ich weiß, dass es mit P beginnt. Du was? Also... Pastinaken! Fuck. That's it. Gibt's nicht. Ja, aber die gibt's ja im Laden. Ja. Nee, nicht unbedingt. Die gibt's nicht so oft. Wenn's die gibt, musst du die nehmen. Okay. Wir sind eigentlich schon durch, oder? Also ich sag mal so, wir haben hier ein paar echt stimmige Sachen. Apfelsaft, Risotto, Mehl, ein paar Lauchzwiebeln, Physalis, Champignons, die passen gut rein, Blaubeeren, keine Ahnung. Das war so eine dumme Idee, das wird nix. Ich sag mal so, Sophie hatte vor diesem Video auf jeden Fall noch viel mehr Bock drauf als jetzt. Ja. Nicht mein Problem. Tschüss. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal einkaufen und hoffe, dass ich da irgendwas draus machen kann. Cool. So, meine Freunde, wir haben es jetzt geschafft. Ich war einkaufen und ich habe den ganzen Mist gekauft, den mir der gute Thomas aufgetragen hat zu holen, mit dem ich jetzt irgendwas kochen muss. Ich versuche, ein Risotto zu machen. In das Risotto werde ich die Champignons reintun. Die Zucchini kommen da auch rein. Und was von jetzt? So habe ich die Sachen auf jeden Fall schon mal irgendwie verarbeitet. Da kann man auch vielleicht was von der Pastinake irgendwie reinschnippeln. Ganz fein gehackt. Ich glaube, dass das sogar ganz geil sein könnte. Daraus hier werde ich versuchen, irgendwie eine Soße zu machen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob das schmeckt und ich wage es auch stark zu bezweifeln, aber ich muss es versuchen. Because I'm desperate. Und ich weiß nicht, was ich sonst damit machen soll. Genau, und die Frühlingszwiebeln werde ich oben drauf irgendwie so das Grüne nehmen und so schön als Deko machen. Und mit dem Mehl werde ich gucken, dass ich irgendwie hefeloses Brot oder so irgendwas Brotartiges, Pfannkuchen, irgendwie sowas in die Richtung machen werde. Wofür ich dann vielleicht nur Mehl und Wasser oder sowas brauche. Ja, es wird spaßig.
So Leute, ich habe jetzt die Physalis geschält und gewaschen. Ich würde die jetzt einfach mal in kleinere Stücke schneiden, damit die dann vielleicht leichter einkochen oder so. Ich habe tatsächlich sogar 3 Packungen von denen gekauft, einfach nur, dass, wenn es halt voll schief geht, dass ich noch was anderes machen kann und beziehungsweise noch anders versuchen kann. Dann hoffen wir einfach, dass das am Ende irgendwie ansatzweise genießbar ist. Das mache ich hier alles in den Topf rein und da die Blaubeeren relativ weich sind, würde ich die erst danach machen. Ich werde vielleicht jetzt schon einen kleinen Schuss Apfelsaft reinmachen, dass die hier nicht irgendwie anbrennen oder so. Was mache ich hier nur? Ich habe jetzt nochmal über Folgendes nachgedacht. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich daraus vielleicht irgendwie sowas wie ein Fladenbrot mache, weil das geht halt auch ohne Hefe und so. Aber warum sollte ich ein Fladenbrot zu Risotto-Reis essen? Ich werde, glaube ich, mit dem hier die Soße irgendwie versuchen, ein bisschen zu verdicken oder sowas. Riechen tut es schon mal geil. Also ich kann auf jeden Fall mal empfehlen, Apfelsaft aufzukochen mit Physalis. Das riecht echt geil. Aber ich glaube, in der Zeit, wo das ein bisschen einköchelt, werde ich mich mal anfangen, um die Zutaten fürs Risotto vorzubereiten. Also ich finde das Geilste immer beim Risotto, wenn man, gerade bei Pilzrisotto, wenn man kleine Sachen dabei hat, also so ein paar kleine Stückchen dabei hat und wenn man zusätzlich dazu nochmal ein paar größere Stücke hat. Also es sieht nicht sehr lecker aus, aber ich habe auch nochmal ein bisschen Apfelsaft gerade reingekippt. Aber es riecht eigentlich schon tatsächlich voll gut. Schauen wir mal, wie schnell wir das in so kurzer Zeit kaputt machen können. Wenn das alles ein bisschen dicker geworden ist, würde ich das mit dem guten Rotwein ein bisschen ablöschen, anstatt des Apfelsafts. Also die Soße riecht immer noch verdammt gut, auch mit Blaubeeren. Ich glaube auch, dass es mit dem Rotwein auch nicht schlimm wird. Die Frage ist halt, wie passt das am Ende zum Rest vom Essen? Let's see. So Leute. Erster Geschmackstest. Also ich würde das auf jeden Fall noch ein bisschen lassen, damit es noch ein bisschen mehr reduziert, dass es ein bisschen dickflüssiger wird noch. Aber ich würde auf jeden Fall mal gerne wissen, ist das komplett daneben oder... Ich meine das... Es ist essbar. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schluck von Rotwein reinmachen und ein bisschen Zucker, weil dadurch, dass es auch nicht gerade Blaubeersaison ist, die sehr säuerlich sind. Wie ihr seht, es gibt auch keine irgendwie Angaben oder so, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier tue und ich einfach nur irgendwas nach meinem Gefühl mache. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr das Rezept am Ende auch gar nicht haben wollt. Deswegen, glaube ich, ist das auch nicht so schlimm. Normalerweise macht man am Anfang in ein Risotto immer Schalotten rein und häufig auch Sellerie, also die Stangen. Haben wir ja in dem Fall nicht, deswegen würde ich anstattdessen einfach die Pastinaken da rein machen. Die guten hier, die schäle ich jetzt da mal. Und die Zwiebeln, wie ihr vielleicht merkt, drücke ich mich ein bisschen, weil ich ganz schnell anfange zu flennen, wenn ich Zwiebel schneide. Ich hasse Thomas. Ich werde Fladen machen müssen. Was Besseres fällt mir nicht ein, aber ich weiß nicht, wieso man Fladen essen sollte zum Risotto. Mm. Ich könnte jetzt hier auch anfangen zu schummeln oder so und dann einfach irgendwie einen Esslöffel Mehl in das Risotto tun, aber das wäre auch voll unnötig. Also, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Thomas, ich hasse dich. Wieso? Bin verzweifelt. Wieso? Weil ich nicht weiß, was ich mit dem scheiß Mehl machen soll. Ein Löffel rein? Nein, das ist ja geschummelt. Und das schmeckt ekelhaft. Ich habe eben versucht, eine Bechamel zu machen und das dann mit dem. Das ist richtig widerlich. Ja. Es hat mir schon wehgetan, das zu machen. Ich wusste am Anfang, dass es eklig wird, aber ich hätte nicht gedacht. Gerade Zwiebel anmachen, Löffel Mehl rein, dann hast du ein bisschen verdickte irgendwas. Ja, aber das ist ja voll geschummelt. Das ist nicht geschummelt. Du hast einen Löffel Mehl rein gemacht. So gut. Nein! Ich mache jetzt einfach ein Pfannenbrot und dann passt alles. I don't care. Gut, jetzt habe ich 300 Gramm Mehl, jetzt brauche ich Wasser. So, jetzt habe ich da lauwarmes Wasser drin und Salz brauche ich noch. Und jetzt rühre ich das erstmal um und hoffe, dass da irgendwie ein Teig draus wird. Naja, also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Mehl. Ich verstehe dich nicht, Teig. Verstehe dich nicht. Sprich mit mir bitte. Ich habe jetzt noch eine ganz komische Idee bekommen. Was ist, wenn ich alles als Tasche mache? Ich nehme den Risotto, packe den in die Teigtasche rein, brate die ein bisschen Öl an. Keine Ahnung, als Soße obendrauf gibt es dann die schönen, hier, die Beerensoße. Was ist, wenn wir das so machen? Würde das funktionieren? Ich habe ja gesagt, ich muss heute viel experimentieren und das ist jetzt so der Fall. Ja. So, ich werde jetzt die schönen Pastinaken schälen und dann in kleine Stücke schneiden. So Leute, nachdem ich das jetzt hier alles geschnitten habe, haben wir einmal Zwiebeln, wir haben Pastinaken, wir haben hier Zucchini-Würfelchen, Pilzwürfelchen und hier größere Stücke von Zucchini und von den Pilzen. Ich würde sagen, als erstes müssen wir die hier kurz in Öl andünsten, im Topf, und wenn die dann fertig sind, dann tun wir die raus, dann kommen die Sachen in den Topf mit dem Risotto-Reis, werden auch kurz angedünstet und dann kommt die Gemüsebrühe dazu. Let's get started. Wir haben jetzt hier einen heißen Topf und ich werde jetzt
hier die ganzen großen Stücke zugeben und das gleich wieder auf den Herd stellen, damit die alle kurz angedünstet werden. Also die hier riechen schon mal super lecker. Ich glaube, dass das Risotto an sich sogar ganz geil werden könnte. Ich tue jetzt hier die ganzen großen Stücke da raus und stelle die erstmal beiseite und die kommen dann später wieder rein. Jetzt werde ich in den Topf nochmal ein bisschen Olivenöl nachgeben und dann kommt der ganze Spaß hier rein. Während die ersten Sachen da hinten noch andünsten, werde ich jetzt hier Gemüsebrühe vorbereiten, die wir danach gleich raufkippen können, nachdem wir dann noch die zwei Sachen noch reingetan haben. Also der Spaß hier ist jetzt schon schön angedünstet, wie ihr sehen könnt. Die Zwiebeln sind schön glasig. Und dann geben wir hier jetzt noch unsere schönen geschnippelten Champignons dazu und die Zucchini. Das war vielleicht ein bisschen viel Zucchini, aber I don't care. Genau. Und dann kommt das Ganze wieder auf den Herd. Juhu. So, ich habe hier eben noch eine kleine Knoblauchzehe reingemacht und werde jetzt den Risotto-Reis hier reingeben. Das Ganze auch nochmal umrühren und kurz andünsten. Und dann kommt da auch schon die Gemüsebrühe hinzu. Geil! Auf den Topf, auf den Herd. So, ich glaube, jetzt der Spaß ist bereit. Also geben wir hier das Wasser hinzu, ein bisschen. Und das machen wir jetzt immer Schritt für Schritt, immer wieder. Ein bisschen Wasser dazu und rühren um. Und geben wieder Wasser dazu. Ein bisschen mehr hier, so. Damit das Ganze hier noch etwas Geschmack bekommt, mache ich hier ein bisschen Rosmarin rein. Und ein kleines bisschen Thymian. Damit ist das Ganze dann auch später nicht mehr so fad und langweilig. Und vielleicht können wir so ein bisschen diesen fehlenden Geschmack vom Parmesan ausgleichen. Huch, der klebt ja immer noch voll. Ist doch ein Pennerteig. Mach doch keinen Spaß, du! So, die Stunde der Wahrheit. Ist der Reis schon durch? Ja. Kann man essen. Schmeckt aber gut. Wow. Also, heiß. So ist der Risotto auf jeden Fall essbar. Also so kreativ musste ich beim Essen machen noch nie werden. Irgendwie hat's was, irgendwie pisst es mich auch total an. Das ist zu voll. Ich habe ein Talent. Das ist nicht kochen. Ich dachte mal, das wär's, aber das ist es wohl. Doch nicht. Es ist einfach nur dumm sein und Glück haben beim Kochen. Geil. Verzweiflung ist auf jeden Fall am Start. Gott, ist das Ding hässlich. Es ist so hässlich. Das hässlichste Ding, was ich jemals gesehen habe. Ich mache jetzt noch eins. Vielleicht wird das ja besser, weil jetzt weiß ich wenigstens so ungefähr, was ich damit vorhabe. Dann mache ich mal einfach zwei, drei Stück und dann schauen wir mal, wie das so wird. Ja, guck mal. Das lässt sich doch anschauen. Dann machen wir jetzt noch so richtig klischeehaft. So, schaut mal. Der muss ja auch noch drauf, weil sonst haben wir keine richtigen Taschen. So, gut. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ein paar Sekunden später. Jetzt wird's ernst, ne? Jetzt wird's ernst. Oh, heiß. So sieht der Spaß schon mal aus. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich habe das jetzt vergessen, aber die grünen Teile von den Frühlingszwiebeln da reinmache, damit das so ein bisschen Farbe bekommt. Es ist nichts Besonderes, aber eigentlich. Obwohl. Schon ganz geil. Jetzt kommt aber noch was dazu, was wir noch berücksichtigen müssen. Ich gehe jetzt einfach mal hier mit dem. I'm so afraid. Ich hab so Angst. Es muss halt passen, weil irgendwo muss ich das ja integrieren. Wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. I don't hate it. Ich find's tatsächlich sogar gar nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht, wieso man sowas tun sollte, aber funktioniert. Nach der kleinen Stärkung können wir direkt die restlichen weitermachen. Let's fucking go. Du nicht. Du nicht. Sonst alle. Aber du nicht. Es ist jetzt nicht das Beste, was ich jemals gegessen habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass aus so einem Scheiß am Ende sowas Leckeres rauskommt. Also ich bin guter Dinge. Muss es nur noch Thomas schmecken. Genie hinter der ganzen Sache eigentlich. Ja, du kriegst das Schöne. Sieht voll geil aus, aber was ist das? Hast du das aus dem Mehl gemacht? Ja. Echt jetzt? Ja. What the fuck? Als ob. Mach mal. Probier mal. Probier mal. Ich habe voll krass WTF aus den Blaubeeren. Und der Physalis. Oder den Physalis. Die ist ja mal geil. Let's go. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Was hättest du gedacht, was ich komme? Hättest du gedacht, was ich mache? Ja, nicht sowas. WTF. Ich dachte halt, du machst das Mehl einfach irgendwie in die Soße rein oder so. Ich find's krass, dass man es zusammen essen kann und nicht scheiße schmeckt. Hä, vor allem, das sieht ja überaus wie das fancy Gericht. Da würde ja niemand denken. Da würde ja niemand drauf kommen, dass es irgendwie schon zusammengeschustert ist. Schmeckt ultra geil.
Es schmeckt so, als könnte, also kocht es nach, Alter, voll geil. Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und auch ein Abo da. Wenn ihr allgemein mehr Bock habt auf so Koch-Challenges, dann lasst mich das auch gerne wissen in den Kommentaren. Schaut beim Thomas vorbei, der Depp, der mir das angetan hat. Eigentlich habe ich es mir selbst angetan, aber... Ja, Alter, so wie das geworden ist, überhaupt nicht angetan, Alter. Ich habe mir selber einen Gefallen getan, das ist richtig lecker. Oh Mann. Naja, gut, dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Tschüss.